Und damit herzlich willkommen zu Alle Fee-Shiny-Pokémon kurz bewertet. Wie immer, und falls ihr auch zum ersten Mal einschaltet, falls ihr euch fragt, wo ihr denn die anderen Feen-Pokémon sind, es geht hier lediglich um die Pokémon, die den Fee-Typ als Primärtyp haben. Die, die ihn als Sekundärtyp haben, kommen in ihrem jeweiligen Video dran. Und vor allem geht es mir auch nur darum, die Shiny-Farbe im Vergleich zur normalen Farbe zu bewerten. Mir geht es nicht darum, ob ich ein Pokémon an sich mag oder nicht. Von dem her würde ich mich jetzt auch sehr über eine positive Bewertung freuen und lasst auch gerne ein Abo da, falls das eventuell das erste Video ist, was ihr von mir seht. Von dem her können wir aber anfangen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Let's go. I mean, er sieht ein bisschen aus, als hätte es Ohrschützer an. Ist nicht mein Fall. I mean, ich mag dieses bisschen andersfarbene Grün noch ein Stückchen mehr, aber es nimmt halt auch weniger Platz ein, also meh. Ja, ist basically einfach nur noch ein dickeres Pipi. Ich muss sagen, dieses Grau-Blau oder was es ist, das kommt schon nicht so schlecht. Ja, das ich weiß nicht. Ist das so eine Art Beige, so glänzendes Beige? Ein bisschen, nee. Weiß nicht. Togepi ist, glaube ich, einfach schon in der Pfanne gelandet und wurde ein bisschen braun gebraten. Ja, du siehst halt basically fast gleich aus und nur minimal ein bisschen anders. Gleiches bei Togetic. Ich meine, dieses bisschen dunklere kann ein bisschen besser kommen vielleicht noch, aber ich glaube, ich würde Togekiss immer normal spielen. Man hätte die Blume anders machen können, aber nee, man ändert nur minimal was im Pokémon. Das wack. Gleiches Prinzip hier. Ich meine, hier sieht man es noch ein bisschen mehr vielleicht, aber trotzdem, warum hat man nicht die Blume geändert? Ich meine, guck mal, hier hat man es richtig gemacht. Auch wenn ich immer noch nicht verstehe, warum das kein Pflanzen-Pokémon ist, aber es ist mit der Blume fusioniert und die Blume hat jetzt einfach auch eine andere Farbe, beziehungsweise auch die Blätter. So hätte das sein können. Ah, dieses Dunkle mit diesem gelben Auge, das kommt schon richtig schnieke. Na, bei dir wieder nicht ganz so. So, weiß ich, dieses dunkel-pink-rotfarbene, ich bin sehr schlecht in Farben, aber ich weiß nicht, gibt's so braune Zuckerwatte? Oder ist das einfach Zuckerwatte aus braunem Zucker? Wenn ja, ist fein. Ich mag dieses dunkle Ransabayone. Es erinnert jetzt ein bisschen mehr an eine Schokotorte. Und jetzt hätte ich Bock auf eine Schokotorte. So, die Evolis, die sind auch so ein bisschen zwiegespalten. Manche haben so richtig wacke, shiny Formen. Aber dann kommt auch sowas wie Felinara und es sieht einfach so gut aus. Ich bin überrascht. Aber anscheinend kommt Hellblau mit Weiß doch ziemlich gut. I mean, man hätte auch hier eventuell tatsächlich die Blumen ein bisschen anders färben können. Ja, die Blumen sind kein Teil vom Pokémon, deswegen ist Kurelei auch zu Recht kein Pflanzen-Pokémon. Aber man hätte ja auch machen können, dass wenn das Pokémon ein bisschen anders aussieht, dass es sich auch andere Blumen sucht. Ich glaube, da hat jemand die Sahne zu lange stehen lassen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine verschimmelte Sahne-Anspielung machen soll, aber es sieht gut aus. So, don't know, diese verschiedenen Schichten und gerade das halt unten so, die schwarze Base quasi ist, das sieht halt echt gut aus. Auch wieder ein Pokémon, wo ich hier bestätigen kann, dass es mir nicht um das Pokémon an sich geht, denn ich mag Zacian in dieser Form nicht wirklich. Aber die Shiny-Farbe, Gott, sieht die geil aus. So, das ist wirklich so schön, da hat man in dieses Pokémon von der Schwert-Edition auch wirklich die Farben von der Schwert-Edition reingepackt. Gleiches Prinzip bei Zacian in der Form, dieses Blau, oh, es sieht gut aus. Und damit wären wir auch wieder am Ende. Ich hoffe natürlich wieder, euch hat es gefallen und hoffe, man sieht sich auch beim nächsten Video wieder. Wie gesagt, würde mich sehr über eine positive Bewertung und über ein Abo freuen. Und man sieht sich dann. Bis dann und ciao.